Servus Leute, heute gibt es ein Video rund um Budget Loadouts. Ich werde öfters mal auf meinem Stream gefragt, welche Waffe soll ich mit dem und dem Level spielen, was ist da günstig, welche Armor soll ich nehmen, wenn ich unter Level 15 bin und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video, bei dem ich durchgehe, ab Level 1, welche Waffe ich vom Trader kaufen würde, welche Armor ich spielen würde und das Ganze steigert sich dann ein bisschen. Es soll nicht so um Meta Loadouts gehen, da gebe ich vielleicht auch den einen oder anderen Tipp. Aber einfach mal meine Tipps, wie ich während des Levelns mich gear und welche Armor ich nehme und so weiter und auf was es zu achten gilt. Viel Spaß! Budget Loadouts für jedes Level. Was würde ich kaufen, wenn mir das Gear ausgeht, ich nichts mehr gelootet habe? Unter Level 15, ab Level 15, was ist günstig im Flea? Welche Ammo sollte man nehmen? Wie sollte man die Waffen modden und so weiter? Welche Waffen sind zu empfehlen? Darum geht es in diesem Video und das fangen wir einfach mal an, so ja, bei Level 1. Man fängt an und man sollte erstmal das Gear spielen, was man halt von seiner Edition hat. Am Anfang ist es insbesondere zu empfehlen, am Anfang vom Vibe, möglichst Gear zu spielen, weil da ist ja zum Beispiel eine 4er Armor noch sehr effizient und so weiter. Man sollte nicht nur mit einer Pistole losgehen oder mit einer Mosin. Dann schränkt man sich selber zu arg ein, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und ja, angenommen, man hat ein bisschen gespielt und die AVS-Weste ist weg und die DT-MDR ist weg, die man erstmal spielen sollte. Also wenn man anfängt als Jusek, empfehle ich die DT-MDR zu spielen und als Bär die RPK. Aber ja, man stirbt dann auch irgendwann mal und dann ist das Gear halt weg. So, und dann steht man da. Man muss vom Trader einkaufen. Was kann man da nehmen? Und reden wir erstmal über das Gear. Man nimmt einfach irgendeine Tactical Rig. Wir schauen dazu mal einfach bei Ragman 1 rein. Ich mache das natürlich hier auf meinem Main-Account. Ne? Da ist schon alles frei, aber die Level 1-Trader ändern sich ja trotzdem nicht. Ja, man muss dann so eine Bankrobber-Rig kaufen oder ich weiß nicht, die hier ist, glaube ich, schon über Quest frei. Die hier, glaube ich, auch. So eine Bankrobber-Rig oder eine von denen, ist egal. Und man muss dann auch in den sauren Apfel beißen und bei Ragman Level 1 ja, dann möglicherweise eine Packerweste kaufen. Ist besser als gar keine Weste, ist zwar bloß eine Level 2, aber ja, gegen Scavs hilft sie schon ganz gut. Also es ist immer schlecht, wenn man einem Scav gegenübersteht und der dann einen den Brusttreffer verpasst und man direkt dran stirbt. Und da ist dann eine Packer zu empfehlen und wenn man eine Packer anhat, dann sollte man halt schauen, dass man was Besseres von einem Scav lootet. Die haben ja gerne mal Level 3, Level 4 Westen an oder von einem anderen Spieler natürlich. Und man sollte auch immer mit einem Headphone rumrennen. Ein GSSH hier von Prepper Level 1 ist da zu empfehlen. Besser als nichts, wenn man dann so langsam mal hier auf Level 2 kommt bei Ragman. Das ist, glaube ich, so bei Level 18. Dann kann man dann hier die Comtex kaufen oder dann hat man auch Zugang zum Flea Market. Aber besser als nichts, immer erstmal ja die GSSHs. Und Helm ist optional, kann man machen, wenn man will. Jetzt am Anfang auf Level 1 würde ich ihn weglassen, wenn man dann später ein bisschen mehr Kohle hat oder so. Man kann auch hier diesen, den SSH 68 kaufen, wenn man will. Aber wie gesagt, erstmal optional. Und ja, Waffe. Ihr seht es also außerdem noch immer, man sollte einen Rucksack mitnehmen, dass man ein bisschen was looten kann. Sollte immer ein bisschen Loot mit rausbringen. Aber beim Loadout immer darauf achten, dass man am besten nicht overweight ist. Weil wenn man nicht overweight ist, ist es tatsächlich der beste Schutz. Reden wir gleich bei den Rüstungen noch drüber. Meine Waffenempfehlung ist ganz klar eine AKS 74 UN. Und zwar, die gibt es bei Prepper Level 1 zu kaufen für 35,5k. Und die kann man auch sehr gut modden. Also man kauft die von Prepper und dann kann man bei Skier Level 1 dazu schon sehr viele andere Bauteile kaufen. Also ich kaufe die mal so, ich nehme den blauen Laser, ich nehme mir einen Griff, ich nehme mir eine Taschenlampe. Ich nehme mir die Halterung für die Taschenlampe. Ich nehme diesen B11 Handguard. Und als Visier nehme ich einfach von Prepper Level 1 hier das Cobra. Und hier der Glückspinöpel für 109. Für 109 Rubel, 3 Ergo. Da sagen wir nicht nein. Und das sind die Sachen, die ich für diese AKSU immer kaufe. Dann kann man das hier ein bisschen zusammensetzen. Ne? Dann zieht man das hier unten weg. Das drauf, das hier rein. Zack, zack, zack. Fertig. Das Ding hat 92 Recoil, 64 Ergo und schießt sich echt gut. Und wir können es mal kurz im Hideout anschauen. Also, das Ding ist echt, halt, ich soll es vielleicht anlegen, ne? Das wäre gut. Sonst haben wir sie hier nicht. Hideout, so. Also, für diesen Preis, was habe ich dafür jetzt gezahlt? Sehr wenig Recoil in Red Dot, ganz wichtig. Am Anfang vom Vibe ist es so,
Man braucht eine Waffe, die letzten Endes zur Selbstverteidigung dient und insbesondere mit der man gut Scavs one-tappen kann auf den Kopf und das auch mal auf mittlere Distanz. Long-Range Scope ist da eh noch keine Option und von daher, man sollte aber mit einem Red Dot spielen, weil das einfach wesentlich angenehmer ist als Iron Sights oder ähnliches oder nur eine Pistole. Also nehmt auf jeden Fall eine vollautomatische Waffe, die ja zu eurer Selbstverteidigung dient. Und da ist die AKSU richtig gut. Die ist auch mal gut, einen Sniper Scav runter zu tappen. Ich denke da immer an Customs, der oben auf dem Turm, ne, wenn man da mit der Pistole dasteht oder mit der Shotgun. Dann tut man sich da extrem schwer, dann kriegt man den da nicht runter. Mit der AKSU kriegt man den da runter ohne Probleme. Jetzt kommen wir zur Ammo. Was kann man da spielen? Und am Anfang, wenn man als Bär startet, hat man PS-Ammo zur Verfügung. Die sollte man auch nutzen. Vielleicht ein, zwei Magazine. Also ich mache das immer so, ne? Hier. Gut, reicht das mal. Hier Magazine rein, ne? Dann nimmt man zwei, drei Magazine mit und packt vielleicht in das eine PS-Ammo, die teure Ammo, die man nicht so zur Verfügung hat. Für die andere kauft man dann US und markiert sich die. Und das könnt ihr halten, wie ihr wollt, aber auf jeden Fall verwendet die PS-Ammo. Man hat, glaube ich, so 300 Schuss am Anfang und die ist auch in den Magazinen drin. Am Anfang vom Vibe ist die auch sehr gut, ne? Die hat 28 Pen, 56 Damage, das ist sehr gut. Wenn man die dann nicht mehr hat, dann kauft man US-Ammo. Die hat zwar bloß 17 Penetration, aber 65 Schaden. Und bei US-Ammo müsst ihr aufpassen, das ist Unterschall-Ammo, die fliegt sehr langsam. Das heißt, dann hat die Waffe hohen Bullet-Drop. Damit wird es dann schwieriger, Sniper-Scavs runter zu tappen. Aber dann, wenn man sie nicht hat, nimmt man einfach US und schießt halt ein bisschen. Ja, am Anfang sind die Leute eh nicht so gepanzert. Später, wenn man später im Vibe anfängt, dann muss man halt vielleicht ein bisschen auf die Beine schießen oder sowas oder halt auf Headshot. Geht auch sehr gut. Und dann im späteren Verlauf kann man dann PP-Ammo kaufen. Da schauen wir mal kurz. Also man kann, mal sehen, jetzt muss ich erstmal das. Genau. Bei Level 2 kann man dann T-Ammo kaufen. Ja, 20, die kann man dann kaufen. Das ist okay. Und dann bei Level 3 kann man dann PS kaufen. Oh, man kann PP echt das bei 4 kaufen. Ne, da gibt es dann BT. Ich weiß gar nicht, wo es PP gibt. Auf jeden Fall PP gibt es günstig im Flea Market. Diese AKSU kann man dann auch steigern. Also wenn man über Level 15 ist, dann kann man auch hingehen. Ne? Und hier einfach mal, wenn man ein bisschen Geld hat, da einfach mal einen Charlie draufklatschen. Dann kann man hier Griff, welchen auch immer man hat, kann man da drauf machen, wie man will. Dann kann man hier hinten Recoil Pad drauf machen. Und dann ändert sich das Ding schon ja, auf 88. Und man kann sie halt verbessern und dann kann man die auch so spielen. Und man kann die Waffe auch dann auch locker Level 20, Level 30 spielen und die ist immer noch günstig und immer noch gut und einfach bessere Ammo reinpacken. Dasselbe gilt für die RPK. Das ist dann so die Steigerung, wenn man so ab Level 20 ist oder so oder dann den Flea Market hat. Bei der RPK muss man letzten Endes nicht viel machen, ne? Da packt man hier einen Griff drauf und dann packt man hier das Cobra Scope drauf. Zack, das gibt es bei Jäger Level 1 und ja, irgendein Magazin, wie gesagt, mit der Ammo und dann kann man hier zack, zack, da macht man sich hier eine Lampe drauf, je nachdem, wie man das halt haben will, welche man halt gerade hat. Kann man hier ein X400 drauf machen, dann ist das Ding fertig, ne? 74 Recoil, 66 Ergo. Das Ding ist gut und man hat keine Probleme mehr. Und kann man dann locker bis Level 40 spielen, wenn man dann da BT-Ammo reinlädt oder PP, was man halt hat. Man kann BT aus dem Flea kaufen für 600 den Schuss und man kann PP für 200 den Schuss aus dem Flea kaufen. Also eigentlich sind diese zwei Waffen alles, was man braucht, bis Level 40. Optional kann man dann noch die DT-MDR nehmen. Die hat man auf, als USEC eh am Anfang und da kann man die gut spielen, ne? Selbes gilt hier, ne? Modding, zack, halt. Modding? Achso, Moment. Edit Build. Ich habe mich gerade schon gewundert, wieso. Wieso gehen da bloß Thermals drauf? Modding, ne? Macht man dasselbe hier. Das hier, das hier. Kann man hier einen Griff vorne dran machen. Welchen auch immer man will. Und das Ding ist eigentlich schon fertig. Dann hier vorne, wenn man will, macht man halt einen Charlie drauf oder was man was halt gerade da ist. Mal sehen, was würde ich denn da nehmen für einen Charlie. Dann nimmt man den Standard, den hier. Und einfach, ja, nicht den. Moment, ist der falsche. Ah, da kommt mir mal hier den Ada. Der geht auch, was man halt hat. Wo ist denn der für den NT? Da, der QDC, genau. Der ist für den NT-Charlie. Fertig ist das Ding. Kann man hier vorne noch eine Lampe wieder dranhängen. Und dann ist die gut gemoddet. Und dann kann man bei 5.56 ist halt das Problem, dass man 8.55 erst bei Peacekeeper 3 bekommt. Das ist, glaube ich, ab Level 24 oder so, ich weiß es nicht. Und aber wenn man die Armor halt hat, dann würde ich die DT-MDR erst mit 8.55 empfehlen, weil die hat 31 Pen, 54 Schaden, das ist gut. Und Peacekeeper 4, ne? Dann 38 und 52, 8.56er1. Das ist dann aber eigentlich schon, ja, geht schon Richtung Endgame. Die kann man nicht erst bei Peacekeeper 4 kaufen. Und wie gesagt, ich würde die zwei Waffen hier spielen. Und wenn man halt bis in 5.56 hat, dann kann man die DTMDR spielen und so weiter.
Jetzt kommen wir mal zu den Rüstungen. Also wie gesagt, unter Level 15, ne, Packerweste und optionalen Helm, GSSHs. Wenn man dann Rackman 2 hat, dann kann man die Comtech 2 kaufen und dann und so weiter. Tactical Sports Razor, was man halt auch so hat und lootet, da muss man ein bisschen flexibel sein. Man sollte nicht immer nur dieses eine Ding spielen. Genauso gilt es für die Rüstung. Bei den Helmen kann man sich einen 6B47 gönnen, wenn man dann die Kohle hat für knapp 40.000. Oder wenn man ein bisschen mehr ausgeben will, lohnt sich schon ein 4er Helm, ne? Den Tan Ulach, der kostet weniger als der schwarze Ulach, ist halt bloß andere Farbe, aber das ist dann schon das Maximale, was man beim Helm machen kann. Und dann Rüstung, also Rüstung kann man sehr gut auch von Scavs looten. Scavs haben gerne mal hier diese Juli, das ist eine Level 4, ist eine Level 4, dann die zwei Rüstungen haben sie gerne an, sind auch beides Level 4, die auf jeden Fall mitnehmen. Oder was man halt so findet, wenn man Platten gelootet hat, man sollte schauen, wenn man Gegner erschießt oder irgendwelche Platten findet. Level 4er, Level 5er, Level 6er Plates nimmt man natürlich mit. Level 3er Plates könnt ihr auch mitnehmen, wenn ihr unbedingt wollt. Aber die kann man dann auch für ein bisschen was im Flea Market kaufen. Und wenn ihr dann Platten habt, dann könnt ihr euch so eine AVS holen, so eine MMAC. Einfach Plattenträger und die dann da reinpacken. Geht auch hier so eine Kirasa. Kirasa und diese Presseweste, da kann man die Platten ganz gut drin verstecken. Ne? Da kann man auch theoretisch 6er Platten reinpacken. Und dann werden die vielleicht nicht gelootet, ne? Also Presseweste oder hier so ein Plattenträger ist halt recht klein, der MMAC geht. Oder ansonsten halt das von den Scavs. Und hier kommt noch ein sehr guter Tipp, wenn man halt Rev hat. So, also wenn ihr Arena spielt und GP-Coins zur Verfügung habt, dann ist Rev natürlich eine große Sache. Da kann man nochmal sich ganz anders gieren und das Ganze auch im Prinzip ab Level 1, ne? Also da gibt es hier die Presseweste mit Level 3, die, wie heißt die hier, Cora Kulon, auch Level 3. Dann gibt es hier einen Level 3 Helm. Man kann sich hier eine Waffe gönnen, je nachdem, wie viel GP-Coins ihr zur Verfügung habt, wie aktiv ihr halt Arena spielt, das müsst ihr wissen. Man kann sich hier ein Key-Tool kaufen, ne, ab Level 1, was eine sehr gute Sache ist. Waffenmäßig würde ich aber, wenn dann, hier bloß die empfehlen, die AK-74. Und ansonsten, ne, dann, wenn man bei Level 2 ist, dann geht das Ganze nochmal ein bisschen, nochmal viel besser von der Hand. Da ist man auch relativ schnell. Da kann man hier eine Viererweste kaufen, mit wirklich guten Viererplates, die auch recht leicht sind, ne. Also die habe ich immer gespielt, die OTV. Für 9 GP-Coins ist es geschenkt. 3 pro Restock. Gönnt euch die und seid glücklich. Ihr könnt hier auch den Helm kaufen, wenn ihr unbedingt wollt. Den Helm würde ich, 7 GP-Coins würde ich dafür nicht ausgeben. Also das Einzige, was ich hier wirklich kaufen würde, ist diese Rüstung. Habe ich immer angezogen zum Hochleveln. Und wenn ihr Arena spielt und bei Rev da frei habt, ne, dann holt euch die und dann, wenn es weitergeht, na gut. Hier, das ist dann schon Meta, ne? Die CPC, die spiele ich jetzt noch. Den Ulach könnt ihr da kaufen. Und ja, Level 4. Gut, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Eine Sache muss ich noch sagen. Wichtig ist auch beim Loadout, achtet drauf, dass ihr nicht zu schwer seid. Achtet drauf, dass ihr nicht zu schwer seid. Also es gibt natürlich Situationen, da findet man 5er Armors, ne? Da findet eine 5er Armor. Hier zum Beispiel die Gen 4. Aber die ist halt sauschwer. 13 Kilo. Die ist jetzt schon schon für mich zu schwer und ich habe fast starke Elite hier auf dem Account. Es geht darum, eine gute Rüstung ist natürlich nett, ne, mit Sideplates und sowas. Aber letzten Endes ist es eine defensive Mechanik. Und man ist dafür overweight. Heißt bei dieser Rüstung, es ist immer wichtig, dass man mit einer Rüstung, insbesondere, also wenn man seinen Rucksack nicht anhat, sollte man kein Übergewicht haben. Das heißt, wir machen uns jetzt mal hier kurz Übergewicht. Und das ist schwierig. Mal sehen, was haben wir hier noch. So, jetzt sind wir übergewichtig. Dann haben wir hier, es wird gar nicht angezeigt, das gelbe Symbol. Das gelbe Symbol. Dann macht ihr mehr Sound, dann ist eure Ergo schlechter und ja, ihr seid ein bisschen schwerfälliger. Und das mit dem Sound ist extrem wichtig. Also, man sollte immer darauf achten, dass man insbesondere am Anfang vom Raid kein Übergewicht hat. Erstmal levelt man Endurance, das ist gut. Und zweitens, der Gegner hört einen nicht so weit. Das heißt, wenn man wenn man leicht ist und da kommt ein Gegner an, der Übergewicht hat, dann hört man im Idealfall den Gegner als erstes, bleibt sitzen, der Gegner hat noch gar nichts mitbekommen, weil er euch nicht gehört hat, rennt rein und ihr könnt ihn killen. Dann gewinnt ihr den Fight und da hat die Rüstung gar nichts mit zu tun, da ist die Waffe wichtig und die Ammo, das sind, sagen wir mal so, das sind offensive Mechaniken und die Rüstung ist letzten Endes eine defensive Mechanik, die hilft euch bloß, wenn ihr halt schon beschossen wurdet, aber das Beste ist immer, den Gegner als erstes zu sehen und als erstes zu beschießen und da ist es ganz wichtig, nicht overweight zu sein, sage ich immer wieder. Nehmt lieber eine leichtere Rüstung mit einer Armor-Klasse weniger und seid leicht dafür, anstatt dass ihr hier so eine fette John 4 anzieht oder hier diese, wie heißt sie, Buggery, wenn da sind jetzt gerade keine Plates drin, die ist auch sauschwer und man ist schwerfällig und so weiter.
In den meisten Fällen bringt euch das nichts, aber es bringt euch wesentlich mehr, den Gegner früher zu hören und nicht overweight zu sein und dann dafür einfach ja, mehr Fights zu gewinnen. Und ja, die Rüstung ist immer bloß so die Notmaßwanne. Ist halt auch das Gute bei der hier, die ist recht leicht. Und dann kann man das ganz gut machen. Wenn ihr eine Rig braucht, dann empfehle ich immer die Zug Armor. Die kostet, die Zug Rig, die kostet halt 22.000 bis 25.000, weil die Scavs immer tragen und die ist schön groß. Und hier, Open, da geht einiges rein. Und das sind so die Armors. Und hier seht ihr halt nochmal so die Armors, die man spielen kann. Wenn ihr Platten habt, dann so ein Plate Carrier. Ansonsten könnt ihr euch auch hier gut eine kaufen. Ne? Müsst halt immer darauf achten, dass hier Plates drin sind. Hier sind Plates drin. Kostet 68.000. Vierer Plate drin. Gute Sache. Das kann man eigentlich bis Level 42 so durchziehen. Und danach, ja, steige ich dann meistens auf die Tor um, wenn ich Plates habe und sowas. Die hat Zeitarmor und sonst was und ist allgemein Level 3. Aber das ist dann schon eher was, was man so Mitte 30, Level 40 spielen kann. Und dann ja auf die Meta-Sachen will ich jetzt gar nicht eingehen. Es geht um Budget-Loadouts und dass man möglichst viel für sein Geld bekommt. Meta-Sachen, da ist es nicht der Fall. Da kriegt man nicht so viel für sein Geld. Da gibt man recht viel aus für eine leichte Steigerung. Also ihr könnt auch im Prinzip dauerhaft solche Loadouts spielen, ne, mit hier einer 4er, 5er Armor und einer RPK oder eine DTMDR, wie ihr wollt. Kann ich empfehlen und damit kommt man auch in den meisten Fights sehr gut zurecht. Und ja, das waren so meine Empfehlungen zum Gear, was man spielen kann. War natürlich jetzt nicht komplett ins Detail und jede Armor und sonst was, sondern einfach bloß meine Gedanken dazu, wie ich das gemacht habe beim Hochleveln und wie ich das auch weiterhin machen werde. Und ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was ihr spielt, was ihr empfehlen könnt und was ich vielleicht vergessen habe. Könnt ihr mich ja mal darauf hinweisen. Ich bin ja auch noch, ne, dabei, Tarkov zu lernen. Vielleicht lerne ich auch noch was dazu. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Wie gesagt, einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann.